So, jetzt spricht der Imam hier über die Ursache. Er analysiert die Seele des Menschen ein wenig, warum sie beneidet. Warum beneidet der Mensch überhaupt jemanden? Es gibt viele Gründe dafür, zwei Gründe, aber es gibt einen Hauptgrund. Der Dreh- und Angelpunkt ist, zu dem eigentlich alle zurückkehren. Er sagt, dass die menschliche Seele, sie hat einen natürlichen, instinktiven Hang danach oder eine Liebe für Überlegenheit. Al-Rif'a, Hoheit. Er möchte den Arten seiner Gattung überlegen sein, egal in welcher Sache. Daher ist es der Seele des Menschen oder der Psyche des Menschen sehr unangenehm, dass jemand, der ihm gleich ist, also gleich aus seiner Gattung, dass er ihn irgendwie übertrifft. Und in diesem Fall möchte er, dass diese Person entweder auf sein Niveau wieder runterkommt und nicht höher als er ist, oder noch besser, wenn er unter ihm ist und er selbst dem Fulan und Fulan irgendwie überlegen ist. Das ist einer der Gründe für den Al-Hasad. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist der Hadith, über den ich das vorherige aussagen wollte, dass er nicht authentisch sei. Und deswegen erwähnten einige ihn sogar unter den Al-Mawdu'at, wie Shawkani hat ihm in seinem Buch Al-Fawaid unter den Al-Hadith Al-Mawdu'a aufgezählt. Al-Hadith Al-Mawdu'a ist der Hadith, der also erfunden ist. Es muss nicht erfunden sein, aber da ist ein Lügner drin. In dem Sanad der Überlieferung ist jemand, der der Lüge bezichtigt wird, der als Lügner erwiesen ist. Und in diesem Hadith soll der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt haben: Drei Dinge vor ihnen ist niemand verwahrt. Drei Dinge vor ihnen ist niemand verschont. Dann nannte er den Dhann, Vermutungen. Dass man Vermutungen hegt gegen andere. Das sind natürlich schlechte Vermutungen gemeint, nicht gute Vermutungen. Zweitens, At-Tiyara. At-Tiyara ist, dass man entsprechend schlechter Omen handelt. Schlechte Omen, also das hat etwas mit Pessimismus zu tun. Dass du, beispielsweise, nehmen wir ein dummes Beispiel hier: Eine schwarze Katze läuft vorbei und du empfindest das als ein schlechtes Omen. Und dementsprechend richtest du dann dein Handeln. Das mit der schwarzen Katze ist vielleicht nicht so, ist nicht mehr so aktiv oder aktuell, aber es gibt derartiges in Massen verschiedenen Ausführungen halt. Es kann schlechte Omen können Zeiten betreffen, können bestimmte Tage betreffen, wie zum Beispiel in dem Monat so und so sollte man nicht heiraten. Ja, das kann Tiere betreffen, das kann Namen betreffen, wenn jemand so einen Namen hört oder Kranke. In manchen Gesellschaften ist es so, wenn man ist der Auffassung, dass wenn sich unter dir ein Kranker befindet, dass das unglückbringend ist. Und derartig, das sind alles schlechte Omen. Oder nennen wir es Pessimismus, At-Tiyara wird das im Arabischen genannt. Und dann haben wir den Al-Hasad, der sagt, und drittens Al-Hasad, also auch der Hasad, davon ist niemand verschont. Ist es dann tadelnswert oder versündigt man sich, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam ja hier sagen soll, wie gesagt, wenn wir annehmen, dass der Hadith authentisch ist, dass jeder Mensch in sich den Hasad trägt, irgendwie, bei manchen mehr, bei manchen weniger. Hat man sich dann immer versündigt? Hast du nicht? Warum? Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith, der in Bukhari überliefert wird: Inna Allah tajawaza an ummati ma haddathat bihi anfusaha. Mein Herr hat meiner Umma vergeben, das, was sich in ihren Herzen befindet. Also diese inneren Gespräche, die man mit sich selbst führt, Hadith und Nafs nennt man das, Gedanken und derartiges, mit zwei Bedingungen: Ma lam ta'mal bihi au tatakallam. Also solange sie das nicht anwendet, in der Praxis anwendet, diese Gedanken in Taten wandelt oder das ausspricht.
wenn er das ausspricht oder es in Taten umsetzt, dann wird er dafür in Rechenschaft gezogen. Wenn jemand dieses Gefühl des Neides hat gegenüber jemanden, aber das nicht umsetzt, weder in Taten noch in Aussagen, sondern das unterdrückt, dann ist er nicht, hat er sich damit nicht versündigt. Weil wie gesagt, die Wurzel, also die Hauptwurzel des Neides ist im Menschen eingepflanzt. Das ist dieses, dass er das nicht ertragen kann, dass jemand, der ihm gleich ist, ihm ebenbürtig ist, ihn irgendwie übertrifft. Das ist meistens in vielen Menschen der Fall. Und dann sagt er in dieser Überlieferung, und ich werde dir sagen, was die Lösung davon ist, oder der Al-Makhraj, wie man diesem entkommt. Da sagt er, wenn du Vermutungen hast, dann geh diesen nicht nach. Und wenn du ein schlechtes Omen siehst, dann richte dich nicht danach. Also wenn du irgendwas siehst, wo du denkst, hier, das ist ein Zeichen dafür, dass Unheil kommt, handle nicht danach, geh deine Sache durch. Und dann sagt er, وَإِذَا حَسَدْتَّ فَلَا تَبْغِي. Und wenn du jemanden beneidest, dann füge ihm kein Unrecht zu. Denn das ist ja meistens der Fall. Al-Hasad führt zum Unrecht. Und es führt immer zum Unrecht, wenn man den Hasad umsetzt, in Taten und Worte bringt.